Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren 5 Dinge bzw. Orte Video. Das letzte 5 versteckte Orte in GTA, die nicht jeder kennt, kam sehr gut an bei euch. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, mache ich doch gleich noch mal eine Folge hinten dran. Und ja, heute geht es um, wie ihr schon im Titel gelesen habt, 5 versteckte Höhlen in GTA. Eine hatte ich ja in der letzten Folge schon gezeigt. Also da könnt ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, die das jetzt noch nicht gemacht haben. Und ja, da würde ich sagen, begebe ich mich mal zur ersten Location und ja, da sehen wir uns gleich wieder. So, und da befinden wir uns auch schon bei der ersten Location. Die befindet sich hier, ich zeige das mal auf der Karte. Genau. Es ist eine relativ kleine Höhle, aber ich denke mal, sie ist trotzdem gut, um sich ja vor Gegnern oder eben Freunden, je nachdem, zu verstecken. Hier unten von der Straße aus sieht man die nicht, dafür muss man ein Stück weit den Berg hoch. Ich zeige euch das jetzt mal. Also ja, es ist eine sehr kleine Höhle, aber trotzdem reicht es, um sich darin zu verstecken. Und man sieht auch von hier, also man sieht jetzt fast noch nicht. Also ihr seht, eventuell mit einem guten Auge habt ihr das kleine Löchlein im Berg gesehen. Und ja, das ist die Höhle. So, und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns einfach noch mal in die Höhle rein. Jetzt haben wir so ein Teil gefunden. Ja, ihr seht schon, die Höhle ist wirklich relativ klein, aber man kann auf jeden Fall das Ganze hier gut verteidigen, ein bisschen raus rausschießen, und ja, ist auf jeden Fall ganz nice, um mal seine Freunde ein bisschen zu verunsichern, weil die könnten sich hier oben drüber stellen und ja, sehen euch nicht. Genau, das war's von der kleinen Höhle. Begeben wir uns mal zur zweiten Höhle. So, und da sind wir auch schon bei der zweiten Location angekommen. Ich zeige das hier nochmal ganz schnell auf der Karte. Die in die letzte Folge 5 versteckte Orte in GTA ja, gesehen haben, die sollten diese Höhle zwar schon kennen, aber ich zeige die jetzt einfach nochmal, weil ich finde einfach, das gehört dazu, wenn man in GTA die Höhlen zeigt, dass diese Höhle auf jeden Fall dabei ist. Weil ihr seht schon, das ist eine riesige Höhle, also im Vergleich zu den anderen ist die auf jeden Fall riesig. Und man kann hier mit Schiffen rein, oder mit Booten besser gesagt, kann sich hier mit seinen Kollegen treffen, habe ich ja alles schon mal in dem letzten Video erzählt, aber falls das jemand nicht gesehen haben sollte, man kann hier außerdem landen und ja, hier kann man wirklich chillen, mit seinen Freunden sich treffen, und man kann das auch wirklich sehr gut verteidigen hier. Also wir haben das im Online schon mehrmals gemacht, dass wir hier verteidigt haben und hier versucht haben, welche anzugreifen bzw. uns eben umzubringen und die Stellung hier zu erobern. Haben sie allerdings nicht geschafft, weil man jetzt hier wirklich sehr, sehr gut verteidigen kann. Man kann jedes Mal woanders stehen. Es ist dunkel hier drinnen, man wird nicht sofort gesehen. Also es ist auf jeden Fall ein richtig guter Spot, um sich ja ein bisschen zu verteidigen. Und ihr seht schon, die Höhle ist wirklich riesig. In der Mitte gibt es fast noch eine Verbindung. Also man kann hier richtig ja erahnen, wie sich das Wasser in den Fels reingeschlagen hat, nicht mehr. Ja, ist egal, aber man ja, ist auf jeden Fall eine super tolle Höhle, richtig groß, und ja, zu den 5 Höhlen in GTA gehört sowas auf jeden Fall dazu. So, die nächste Höhle befindet sich hier auf der Karte. Das ist auch wieder eine Wasserhöhle, die befindet sich ja am Wasser. Und ja, man muss, also von hier sieht man die wirklich überhaupt nicht. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall mal durch Zufall entdeckt worden, weil man sieht ja wirklich nichts. Ne? Also hier kann man jetzt schon so ein bisschen den Eingang erahnen. Aber ja, hier seht ihr jetzt die Höhle. Und man sieht auch, die ist wirklich sehr klein. Aber es reicht auf jeden Fall, um sich ein bisschen zu verstecken. Man kann hier sogar mit kleinen Booten reinfahren. Also das ist auf jeden Fall möglich. Habe ich auch schon ausprobiert mit einem Jetski oder so. Oder auch selbst mit so einem ganz, ganz kleinen Boot. Sorry, ich bin heute ein bisschen verhustet und erkältet. Ja, mit einem ganz kleinen Boot kann man ja auch reinfahren. Also, und ihr habt ja, denke ich mal, schon gesehen, wenn man jetzt mal so ein paar Meter weggeht und so guckt, man sieht das, wenn kein Licht da ist, wirklich fast gar nicht. Also wenn man von hier guckt, also man sieht es jetzt schon so ein bisschen hier, dieser Rand, aber so, ja.
Ist auf jeden Fall eine ganz coole Höhle. Ist zwar eine relativ kleine Höhle, aber trotzdem kann man sich darin verstecken. Und ja, würde ich sagen, geht's weiter. Und dann sehen wir uns bei der nächsten. So, und da sind wir auch schon bei der nächsten Location. Das ist gar nicht so weit weg. Ich zeig's mal auf der Karte. Gerade waren wir hier an dem kleinen Zipfel und jetzt sind wir schon wieder hier. Und ja, die nächste Höhle, es ist eigentlich ja eher so eine Art Durchgang als eine Höhle, aber trotzdem ist es ganz nice, dass ja, das hier mit eingebaut wurde. Und ja, es ist eher, wie schon gesagt, so eine Art Durchgang. Also ihr seht schon, es hat schon ein bisschen was von Höhle, aber eine Höhle ist ja meistens auf einer Seite dann auch zu. Und ja, man kann hier ein Stück auf jeden Fall mit dem Boot reinfahren, man hat hier so ein bisschen Wasser. Und ja, wollte ich auf jeden Fall nochmal mit gezeigt haben, weil das sieht auch von weitem schon relativ nice aus, muss ich mal so sagen. Und ja, begeben wir uns zur nächsten Location. So, und da sind wir auch schon bei der letzten Höhle. Und ja, das ist diesmal eine Unterwasserhöhle. Die befindet sich hier, ja, im am Pazifik sozusagen, beim Del Perro Beach. Und ja. Am besten ist, wenn ihr dafür so eine Taucherausrüstung habt, weil da könnt ihr ja länger unter Wasser bleiben. Und ja, ich würde sagen, wir tauchen einfach mal unter. So Leute, nach einem ganz kurzen Zeitraffer sind wir jetzt bei der Höhle angekommen. Ich habe die ewig nicht gefunden. Ja, ich bin, also mein Boot steht da oben. Da hinten. Und ja, ihr seht schon, ich war gar nicht so weit weg, aber ich bin ein bisschen dran vorbeigeschwommen. Und ja, das ist auf jeden Fall die Höhle, ist auch so eine Art Durchgang, wie wir schon mal hatten. Ja, aber ist auf jeden Fall richtig cool gemacht, hier auch mit den Korallen und so. Ihr seht schon hier die ganzen Fische. Also ich finde, das ist richtig cool, dass Rockstar ja so viel ja schon Liebe ins Detail reinsteckt, weil ist ja nicht selbstverständlich. Also ja doch, eigentlich erwartet man schon ziemlich was, aber finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass sie das gemacht haben, auch mit der Unterwasserwelt so umfangreich, ja eigentlich doch schon. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Man kann auch, wie gesagt, ohne Atemgerät runter, aber da kann man eben nicht so lange hier bleiben und man sollte es sofort finden. Also hätte ich jetzt kein Atemgerät gehabt, dann wäre es schon tot. Was ist denn das hier? Ach so, noch Rochen. Hi. Kann ich ihn töten? Oh. Naja, okay. Ja, wir sind ja hier, um Höhlen zu zeigen. Ja, also das war es jetzt erstmal mit den 5 Höhlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja auch mal was Neues dabei. Weil ich denke mal, zum Beispiel die Höhle hier, die kennt bestimmt nicht jeder. Und ja, ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert, egal ob jetzt im Singleplayer oder im Online. Im Online kann man natürlich nicht so lange unten bleiben. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einer Bewertung. Oh, ich habe ihn getroffen. Cool. Ja, und ich denke mal, ich werde bestimmt noch so ein paar von den 5 Dingen in GTA-Videos oder so machen, weil ich, wenn das so gut ankommt bei euch weiterhin, dann werde ich da auf jeden Fall noch ein paar Parts raushauen. Bei mir macht das Ganze auch relativ viel Spaß und ja, dann ja, viel Spaß beim Erkunden der Höhlen. Falls ihr das vorhabt, dann ja, schaut doch einfach mal bei den ganzen Locations vorbei. Ist, denke ich mal, auf jeden Fall lohnenswert. Gerade hier die Unterwasserhöhle sieht schon richtig bombastisch aus. Ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann wie gesagt, zeigt es mir mit dem Bewerten. Und ja, in dem Sinne bin ich raus und sage ciao.